Der Epheserbrief ist ein vom Thema her ein ganz stark geprägter Brief. Er ist geprägt von der Gnade Gottes durch das Evangelium. Also ich werde jetzt keine riesen Einleitung machen, aber ganz kurz. Der Epheserbrief ist geprägt durch die Gnade Gottes im Evangelium. Wir sehen diesen Begriff im Epheserbrief immer wieder an ganz verschiedenen Stellen. Gott schenkt sehr viel Gnade durch das Werk von Christus, aber auch, dass wir das überhaupt wissen dürfen, dass diese Botschaft überhaupt bekannt gemacht wird. Darin besteht allein schon sehr viel Gnade, dass Gott Menschen berufen hat, allen voran zum Beispiel Paulus. Das ist eine Riesengnade, dass Gott diese Dinge gezeigt hat. Und das ist auch ein Teil des Epheserbriefes, das wir auch gesagt bekommen. Der Brief ist aber auch ganz stark davon geprägt, von der Rolle der Gemeinde. Das ist ja der Vorbau dieser Gnadenerweise Gottes, damit die Gemeinde überhaupt versteht, was sie da an dieser Botschaft hat, damit sie versteht, was sie dort bezeugt, was ihre Aufgabe ist in der Welt. Manche sagen auch, der Brief ist ein Brief, der ganz arg praktisch ist. Das kann man natürlich sagen, aber ganz ehrlich, über 3 Kapitel des Briefes sind eigentlich nicht praktisch, sondern einfach nur von lauter Herrlichkeit voll mit der Herrlichkeit des Evangeliums. Und es geht viel um das Funktionieren der Gemeinde dann auch im zweiten Teil des Briefes. Es geht um den Wandel der Gemeinde, wie er geprägt sein soll, weil das Evangelium so eine fantastische Botschaft ist. Fantastisch im Sinne von, sie ist so herrlich und gut. Sie ist keine Fantasterei, sondern sie ist so herrlich und gut. Aber, wie fast alle Schriften der Bibel, versucht man natürlich in Kreisen von kritischen Theologen und auch, muss man ehrlich sagen, auch recht liberalen Theologen, versucht man diesen Brief zu entwerten von seiner Botschaft her. Und der Mechanismus, wie man das versucht, ist, dass man die Autorenschaft des Briefes versucht, Paulus aus den Händen zu reißen. Man sagt, Paulus hat den Brief wahrscheinlich nicht geschrieben. Paulus hat das nicht geschrieben, denn so hätte ein Paulus das einfach nicht geschrieben. Paulus hätte nicht über das Evangelium so viel gesagt in einem Brief. Er hätte nicht so viel Herrlichkeit betont im Evangelium. Das hätte Paulus nicht gemacht. Das war wahrscheinlich ein Schüler. Und so versucht man den Epheserbrief vom Abfassungsdatum her auf eine spätere Zeitperiode zu schieben, als Paulus selbst letztlich gewirkt hat. Das klingt jetzt ein bisschen arg theologisch und trocken, was ich hier als Einleitung sage, aber es ist massiv wichtig, denn wenn wir den Epheserbrief lesen, dann kommen wir immer wieder auf Vokabeln, auf Worte, die verwendet werden, die eine Prägung haben von einer gewissen, ja, von einem speziellen Verständnis der Schrift. Es wird viel von der Erleuchtung gesprochen in den ersten Kapiteln. Paulus sagt, ich arbeite daran, dass alle erleuchtet werden und dieses Verstehen, dieses Evangelium. Es wird viel vom das Wort Erkenntnis gebraucht. Es wird viel das Wort offenbartes Wissen gebraucht. Es wird viel das Wort gebraucht, dass man Dinge verstehen muss, erfassen muss, begreifen muss. Also es ist tatsächlich gar nicht so praktisch erstmal, ja? Von wegen praktisch Praxisbrief. Das fängt eigentlich erst ganz langsam mal so Richtung letztes Drittel an, muss man sagen. Es geht sehr viel um Verstehen, Begreifen, Erfassen. Und das ist genau der Grund, und das schicke ich ganz absichtlich voraus, bevor ich starte wirklich mit dem Text. Das ist der Grund, warum man versucht zu sagen, das hat Paulus nicht geschrieben. Denn Erkenntnis, Verständnis, Erfassen, Begreifen, offenbartes Wissen, das sind Dinge, das ist eine Irrlehre, die nach der ganz frühen Gemeinde erst gekommen ist. Das ist eine Irrlehre, die heißt Gnostizismus. Das ist eine Lehre, die gesagt hat, wir müssen eine höhere geheime Erkenntnis erlangen, nur dann sind wir wirklich gläubig, nur dann sind wir wirklich errettet. Seine Lehre, die hat die Gemeinde dann auch erkannt als ihre Lehre. Aber es gibt moderne Theologen, Theologen der Neuzeit, die Neuzeit läuft ja schon einige Jahre, einige Jahrhunderte, und hat versucht, aufgrund dieser Vokabeln, die in dem Brief verwendet werden, zu sagen, das ist ein Schreibstil, das ist nicht Paulus, das ist ein Gnostiker gewesen, der das geschrieben hat. Die Dinge, die über das Evangelium gesagt werden, die Herrlichkeit, was es darin zu erforschen, zu finden gibt, zu begreifen gibt, was notwendig zu begreifen ist für uns. Das ist ein Gnostiker gewesen.
Der gehört zu ihrer Lehre dazu. Das war nicht Paulus, das war ein Schüler, der war später dran, der ist schon in die Gnostik reingewandert. Und das ist gefährlich, denn dadurch sagt man, der Brief ist nicht wirklich Gottes Wort. Es wäre ihr Lehre, es wäre nicht Paulus selbst. Das werdet ihr, da müsst ihr gar nicht viel in Theologiebücher gehen, das könnt ihr wahrscheinlich im Internet mit ein paar Tippen bei Google oder Bing ganz schnell sehen. Ja? Der Epheserbrief ist, die moderne Lehrmeinung ist, der ist gar nicht von Paulus geschrieben. Warum? Weil da zu viel mit Begreifen, Erkennen, Verstehen drinsteht. Und irgendwie möchte man das nicht haben. Man möchte nicht, dass die Bibel einen erstmal dazu aufruft, Sachen zu verinnerlichen, zu begreifen. Das kann man nicht haben. Man muss Sachen in der Bibel haben, die man tun kann oder die man lassen kann oder die man anfassen kann oder sehen kann. Das wollen wir haben aus der Bibel. Aber dass wir Sachen begreifen müssen, verinnerlichen müssen, das darf die Bibel nicht uns auftragen. Wir wollen uns nämlich irgendwie doch noch selber ein bisschen retten. Und nicht die Botschaft soll uns retten. Was Christus und Gott getan hat, nicht das soll uns retten, insgeheim. Sondern das, was wir machen, soll uns doch retten. Und danach suchen wir, wie so ein fleischliches Trüffelschwein, ein geistliches Trüffelschwein, die Schrift ab. Ich teile diese Meinung nicht. Ich glaube, der Epheserbrief ist von Paulus und ich glaube, er ist nicht ohne Grund Teil unserer Schrift. Und das schicke ich deswegen voraus, weil der Text, um den es heute geht, ihr habt, das hoffe ich, gedruckt oder digital eine Bibel dabei. Der Text, das ist Epheser 3, Verse 14 bis 19. Dieser Text ist einer der Texte aus diesen ersten über drei Kapiteln, wo diese Dinge eigentlich von der modernen Theologie angeschossen werden, wo Vokabeln und Wortlaute verwendet werden, wo man sagt, das ist eigentlich nicht typisch Bibel. Deswegen schießt man den Kolosserbrief übrigens genauso an, ja, weil es da auch viel um Herrlichkeit geht und nicht um Tun und Lassen. Das hat Paulus auch nicht geschrieben, viel zu viel Jesus drin. Ja, kann ja auch nichts machen. Sind wir doch froh, dass wir das haben. Epheser 3, ich möchte den Text lesen. Epheser 3, Vers 14. Deshalb, sagt Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Vielleicht habt ihr eine Textvariante, da geht der Vers ein bisschen länger, das ist auch in Ordnung. Mein Vers ist kurz. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Mensch, also das hört sich immer wirklich nach einem ganz vergeistigten Gnostiker an, oder? So viel erkennen und in der Ecke sitzen und warten, bis das Licht einem hell wird und man einen goldenen Schimmer bekommt. So kann man das jetzt natürlich sehen. Das ist so eine ganz typische Passage, ja, da geht es um so Spezialerleuchtung. Das ist Gnostik. Geheime höhere Erkenntnis. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es einen Grund gibt, warum diese Dinge da stehen. Und dieser Brief ist ein wundervolles Beispiel dafür, wie wichtig es ist, die Briefe des Neuen Testaments in großen Bögen zu lesen. Zu wissen, um worum geht es Paulus in den ersten 13 Versen dieses Kapitels. Was hat er in Kapitel 2 gesagt? Die Dinge hängen miteinander zusammen. Du kannst nicht erst hier eigentlich anfangen und sagen jetzt, ah ja, das klingt gnostisch, kann nicht Paulus gewesen sein. Starten wir mal mit dem Vers 14. Deshalb steht im Griechischen tatsächlich auch deshalb. Nicht alle deshalbs unseren deutschen Übersetzungen sind im Griechischen auch ein deshalb. Aber dieses ist ein Deshalb. Deshalb beuge ich meine Knie zum Vater. Was bedeutet das? Die Knie beugen. Wir haben das schon im Vorprogramm ganz korrekt durch den Thomas gehört. Die Knie beugen, es ist nichts Mystisches. Was Paulus sagt, ich bete.
Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Ich bete. Deshalb bete ich. Weshalb? Ganz einfach. Wegen dem, was er davor gesagt hat. Was hat er davor gesagt? Warum beugt Paulus seine Knie? Warum tut er das? Weil die Epheser, das müsst ihr jetzt einfach glauben, dass er das vorher gesagt hat im Brief, weil die Epheser Anteil am Evangelium Jesu Christi bekommen haben. Das ist ein bisschen komisch. Warum betet er für sie? Sie sind doch schon gläubig. Ja, aber er sagt, deshalb, weil diese Botschaft so herrlich ist, weil sie das jetzt vor allem durch seinen Brief, spätestens jetzt, diese ganze Fülle, diese Herrlichkeit, wie groß das Evangelium ist. Er hat es groß gemacht in den Kapiteln davor, sehr groß. Das Evangelium, Errettung durch Glauben, aus Gnade Gottes, ja. Aber an alle Nationen, das ist die Großartigkeit hier. Auch an die Epheser. Viele Heidenchristen drin gewesen. Ganz maßgeblich. Weil sie das wissen und weil sie darin auch jetzt drin sind, in diesem Evangelium, deshalb betet ihr. Warum? Aber warum eigentlich? Warum betest du jetzt noch obendrauf? Jetzt sind die doch Christen, jetzt sind die doch gläubig, jetzt betest du deshalb nochmal. Warum deshalb? Was soll das? Und das wird er sagen. Er wird sagen, warum und was genau er denn betet. Er betet für sie, aber warum und für was? Das müssen wir aber parken, auf den Vers 16 warten, denn erst kommt Vers 15. Er beugt seine Knie deshalb, weil das Evangelium so herrlich ist und weil sie es haben, weil sie es erfahren haben, weil sie als Gemeinde eigentlich geboren hat, sage ich mal. Er beugt seine Knie vor dem Vater, er betet für sie, vor dem Vater, vor dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Warum fängt er nicht einfach gleich an zu sagen, jetzt deshalb bete ich zum Vater für das und das und das? Warum schiebt er Vers 15 ein? Ist doch eigentlich ganz komisch. Was soll dieser Vers dort? Warum sagt er dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird? Warum? Wisst ihr warum? Was steht in diesem Vers denn drin? Was heißt denn Vaterschaft noch? Vaterschaft ist eine sehr wörtliche, eine bisschen hölzerne Übersetzung aus dem Griechischen. Eigentlich heißt es, von dem jede Art von Familie in Himmel und auf Erden benannt wird. Von diesem Vater wird jede Art von Familie, Stamm, Nation, Sippschaft benannt. Alle Familien im Himmel und auf der Erde werden von diesem Vater benannt. Zu diesem Vater betet er jetzt für die Epheser, der alle Familien mit Namen versieht. Was heißt das? Klingt schwierig, klingt kompliziert. Es hat wieder mit der Botschaft zu tun. Es ist nicht Zufall, es ist nicht ein Thema, das nicht reinpasst, ein Einschub, der nichts zu sagen hat, der zur Ausschmückung dient, der zufällig ist, sondern es hat mit der Botschaft zu tun, dass die Epheser aus den Nationen zum Glauben gekommen sind. Aus den ganzen verschiedenen Nationen der Erde, aus den verschiedenen Familien der Erde. Damit hat das zu tun. Es hat damit zu tun, dass gerade die Epheser von Paulus nochmal hören, ihre Errettung, ihre Zugehörigkeit zum Heil, ihre Teilhabe am Segen Abrahams, die ist was Besonderes. Die bekommen sie, obwohl sie nicht Juden sind. Und damit hat dieser Einschub zu tun. Warum? Wenn wir im 1. Mose etwas lesen, dann lesen wir im 1. Mose 12, ihr könnt es nachschauen, wenn ihr wollt, gleich aufschlagen. 1. Mose 12, da geht es um einen Segen, der die Grundlage dessen ist, warum die Epheser Heil bekommen haben. Es ist der Segen, der Abraham verheißen wurde, dass Gott Menschen aus Verheißung retten wird. Aus dem, was er tun wird. Nicht aus dem, was wir tun, nicht aus dem, was Israel durch Gesetz tun wird, sondern durch Verheißung wird er erretten. Durch etwas, das er tun wird, das man nicht kaufen kann. Das man nicht selbst tun kann. Und dass Gott das eines Tages für alle Nationen tun wird, nicht nur für Israel, das ist Abraham verheißen worden in 1. Mose 12.
1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abram, da war er tatsächlich noch gar nicht Abraham, er war schon innerlich sicherlich Abraham, aber namentlich noch nicht, er wird aber noch so benannt. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und jetzt kommt's. In dir sollen gesegnet werden alle Familien der Erde. Dort ist also eine ganz ähnliche Formulierung wie Epheser 3, Vers 15. Das ist kein Zufall. Paulus greift es ganz absichtlich ausgerechnet aus diesem Text auf, in 1. Mose 12, der Text, der die Grundlage eigentlich dessen ist, warum diese Epheser jetzt, in der Zeit, wo der Brief geschrieben wird, diese Verheißung bekommen. Weil sie nämlich die Heiden sind. Die ganzen, alle Familien der Welt, alle Nationen der Welt. Als reines Geschenk, durch Verheißung, durch Wirken Gottes. Das ist in 1. Mose 12 vom Text her angelegt worden. Das erste Mal gezeigt worden. Angelegt wurde es vor Grundlegung der Welt. Aber gezeigt worden in der Schrift wurde es bereits in 1. Mose 12. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dass Paulus das auch so sieht, lest mal Galaterbrief. Da habt ihr einen ganzen Brief, wo das drin steht. Darüber lehrt uns die Schrift sehr viel detailliert im Galaterbrief. Gott holt sich, Epheser 3, 15, dieser Vater, zu dem bete ich jetzt für euch, Epheser, ihr seid schon gläubig, gut. Aber genau jetzt bete ich für euch. Zu dem Vater, von dem jede Familie in Himmel und auf Erden benannt wird. Was ist das Besondere von Gott, einen Namen zu bekommen? Benannt zu werden. Gott holt sich aus allen Familien, aus allen Stämmen, aus allen Geschlechtern der Erde seine Kinder. Er benennt sie sich. Das ist ein Ausdruck dessen, wie Gott sich seine Kinder holt, ihnen das Heil zeigt, gibt, sie ruft. Er benennt sie sich. Das ist ein Ausdruck für Gott handelt an Menschen und holt sie sich. Er benennt sie sich. Ein Ausdruck, den wir in der Schrift viel finden. Wer von Gott einen Namen, in der Offenbarung heißt es, einen neuen Namen bekommt. So wie Jakob Israel wurde, so wie Abraham wurde und so weiter und so fort. Wer von Gott einen Namen bekommt, der ist Gott bekannt. Das ist dieses Bild eines Buches, wo Namen drin stehen. Das kennt ihr aus der Bibel. Wer von Gott einen Namen bekommt, der ist Gott bekannt, den hat Gott erkannt. Der hat Gott und Gott hat ihn. Den hat Gott benannt, den kennt Gott. Den hat Gott in Vorkenntnis mit Namen in den Himmeln angeschrieben. Ist das biblisch, das zu sagen, dass Namen in den Himmeln angeschrieben sind? Ja, gibt es zwei Stellen sogar im Neuen Testament. Hebräer 12, lass uns die Hebräerstelle lesen, die ist unmissverständlich. Die andere, wir können noch darüber streiten, aber die Hebräerstelle ist eindeutig. Ach, wie gerne würde ich die ganze Kapitel machen. Hebräer 12, 22. Ihr, und da geht es auch um Gläubige an Jesus Christus, Hintergrund hebräisch, jüdisch vielleicht, ihr seid gekommen zu einem Berg Zion, der nicht der aus Stein ist, sondern ihr seid durch den Glauben an Jesus zu der Stadt des lebendigen Gottes gekommen, dem himmlischen Jerusalem, nicht dem jetzigen, nicht dem diesseitigen. Zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Die Namen der Gläubigen Jesus Christus sind in den Himmeln angeschrieben. Wer keinen Namen hat vor Gott, wie der reiche Mann und Lazarus. Wer keinen Namen hat, Lazarus hat einen Namen. Und wo kommt er hin am Ende? In die Präsenz Gottes. Was mit dem Reichen? Der braucht gar keinen Namen. Der kommt nämlich nicht zu Gott. Der reiche Mann und Lazarus, Lukas 16, das lesen wir jetzt aber nicht.
Wer keinen Namen von Gott hat, wer von Gott nicht benannt ist, das ist ein Bild dafür, wer von Gott nicht ergriffen wurde, geholt wurde, wie auch immer man das jetzt sagt. Wer keinen Namen hat vor Gott, der hat keine Zukunft in Gottes Ewigkeit. Ich sage das nicht, um euch jetzt Sorgenfalten auf die Stirn zu treiben, sondern ich sage das, um den Vers 15 zu erklären. Epheser 3, Vers 15. Der Einschub, warum Paulus sagt, ich bete deshalb für euch Epheser, denn ihr seid genau ein hervorragendes Beispiel dafür, weil ihr Heidenchristen seid, im Wesentlichen Heidenchristen seid. Ihr gehört zu den vielen Nationen, den vielen Familien, die von Gott benannt werden, die von Gott auch Segen bekommen, aus Verheißung. Deswegen schiebt Paulus das ein. Deswegen macht er das. Er spielt auf 1. Mose 12 hier an. 1. Mose 12 spielt auf dieses Benennen, Benamen, Berufen durch Gott bereits an. Und Paulus greift es in Epheser 3, Vers 15 auf. Und aus gutem Grund, denn hier und jetzt geht es um die tatsächliche Erfüllung für diese Epheser, die Erfüllung genau dieser Dinge, die bis heute sich auch an uns erfüllen, selbst hier in dieser Gemeinde. Jeder, der hier ist, hoffe ich, jeder. Das bedeutet also, dass Paulus hier einschiebt, bevor er sagt, also wofür er betet, warum macht er das jetzt? Es bedeutet, es hat mit dem Segen zu tun, den sie in Christus haben, mit dem Evangelium. Es ist so groß, dass es jetzt für dieses Evangelium sogar obendrauf noch zu beten gilt. Vers 16, Epheser 3, Vers 16. Also das ist ein bisschen komisch jetzt. Warum ist Evangelium ist so groß, jetzt muss man, weil es so groß ist, noch extra dafür beten, obwohl sie es schon angenommen haben. Wie macht das Sinn? Das ist jetzt komisch eigentlich. Wo will er damit hin? Er erklärt es jetzt. Also ich muss es nicht erfinden. Er erklärt es jetzt. Epheser 3, Vers 16. Er, dieser Vater, gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, einem inneren Menschen. Paulus betet, obwohl diese Menschen in Ephesus, obwohl er sie für gläubig hält, ist für Paulus das absolut kein Problem zu sagen, jetzt bete ich erst recht für euch, dass da noch mehr draus wird. Ja, wie kann da mehr draus werden? Die sind noch gläubig. Weil es eine Reise ist. Weil das Gläubigwerden der Start einer Reise ist, auf die wir alle gehen müssen. Die Epheser müssen es. Und ich denke, dass wir nicht besser sind als sie. Glaube ich nicht. Von mir zumindest glaube ich es nicht. Er betet, damit er euch, Paulus betet zu dem Vater, damit er ihnen gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stärker zu werden. Sie sind gläubig, aber sie sollen noch stärker sogar werden. Durch den Geist, am inneren Menschen. Um was geht es, Paulus, hier? Wofür betet er denn jetzt eigentlich? Was heißt das im Vers 16? Wir müssen die Situation noch mal kurz herholen. Die Epheser haben das Evangelium gehört, sie haben mit Glauben darauf reagiert. Gott hat ihnen den Geist gegeben, sonst kann Paulus ja nicht jetzt beten, dass der Geist sie stärken wird. Also offensichtlich glaubt er, dass sie den haben. Gott hat ihnen den Geist gegeben, den Geist der Verheißung, heißt es auch im Galaterbrief. Den Geist, der kommen wird durch den Segen Abrahams. Das hängt alles zusammen. Aber nun betet Paulus nicht für besseren Charakter. Er betet nicht dafür, dass sie jetzt besonders heilig sich verhalten überall. Das wird ja an anderen Stellen der Schrift, werden solche Dinge gemacht. Aber wofür wird gebetet? Es wird nicht für bessere Moral hier gebetet, obwohl die natürlich gut sein soll bei Gläubigen, das ist klar. Er betet nicht dafür, dass Gott euch möglichst schleifen möge in eurem Benehmen. Dafür bete ich jetzt. Ich bete, dass ihr mal wenigstens einen guten Charakter jetzt bekommt, jetzt wo ihr gläubig seid. Das ist nicht, woher er betet. Sondern er präsentiert eine ganz andere Botschaft. Er betet, obwohl sie Glauben haben, für die Stärkung am inneren Menschen. Brauchen wir das? Ja, wenn es hier steht, würde ich sagen, ja. Ich glaube, wir brauchen die Stärkung am inneren Menschen. Das ist tiefer als Charakter.
Charakter kannst du selber schleifen, auch wenn es hart ist. Wie oft habe ich das gehört in Predigten? Und Predigten, die immer die Schrift auslegen, jede Passage muss angewandt werden, damit der Charakter des Menschen sich verbessert. Der innere Mensch muss stark werden. Der innere Mensch, das ist tiefer als Charakter. Das ist das, wo du nicht selber rankommst. Warum muss Paulus dafür beten? Wenn wir das selber können? Ohne den Geist? Das ist nicht der Charakter, um den es geht. Der innere Mensch. Für viel Stärkung am inneren Menschen wird gebetet. Sogar nach dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Was bedeutet das? Es kann nur Gott tun. Nur Gott kann es tun. Nach der Herrlichkeit der Kraft Gottes, dieser Begriff kommt immer und immer vor im Epheserbrief. Nur Gott kann es tun. Da die Gnade, die Herrlichkeit, nur Gott kann es tun. Nur Gott kann retten. Nur Gott kann euch stärken, sogar am inneren Menschen. Nach dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Durch das Wirken des Geistes, nicht einmal durch ihr eigenes Wirken. Ihr betet für etwas, was sie nicht selber können. Das bedeutet, wir haben eine ganz wichtige Ansage der Schrift auch an uns heute. Wie werden wir als Christen stark? Wie werden wir als Christen stark? Indem wir zunächst erkennen, dass wir im Glauben an Christus auf einem Wachstumsweg sind. Du glaubst nicht und hast es dann. Du hast Rechtfertigung, aber du bist noch nicht fertig. Du bist noch nicht ausgebacken. Du bist noch nicht durch. Du bist noch nicht das hartgekochte Ei. Du fängst ganz langsam an, vielleicht wachsweich zu werden, auf dem Weg ein bisschen fester zu werden. Ja? Also wenn es nach Gott ginge, wenn ich dich mit einem Frühstücksei vergleichen würde, würde Gott dich am besten eine Stunde lang bei kochendem Wasser als Ei drin lassen, damit du so bockenfest und stark und hart wirst in deinem Glauben, das kracht, dass du gar keine Schale mehr brauchst. Es ist ein Wachstumsweg, obwohl wir gläubig geworden sind. Das Wachstum des Evangeliums in uns. Wir sind nicht auf einem Selbstverbesserungsweg. Gott geht diesen Weg in uns, im inneren Menschen. Das geht tiefer als Persönlichkeit. Die ändert sich auch dadurch, aber als Folge. Es geht tiefer als Charakter, der ändert sich auch, aber als Folge. Es ist etwas, wo nur Gott selbst mit dem Geist Gottes herankommen kann. Dinge, die er ändern muss. Das können wir nicht trainieren, in irgendeiner Art und Weise, außer in der Schrift uns kundig machen. Kein Wunder, dass Paulus zum Vater, der den Namen vergibt, zu diesem Vater, der das Heil verleihen kann, der festmachen kann, nur er. Kein Wunder, dass Paulus zu diesem Vater betet, das für die Epheser zu tun. Offensichtlich weiß er, dass das ein Bedarf ist. Die Epheser brauchen das. Dann brauchen wir das auch. Diesen Schluss wage ich jetzt. Das ist die Anwendung. So weit gehe ich. Es ist nicht mit dem einfachen Annehmen dieser Evangeliumsbotschaft getan. Damit ist Gott mit dir noch nicht fertig. Du hast Rechtfertigung, natürlich. Das streite ich gar nicht ab, keine Sorge. So bin ich nicht. Aber wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch mehr. Es hat ein Ziel. Die Stärkung im inneren Menschen hat ein Ziel. Wohin geht's? Epheser 3, Vers 17. Das geht jetzt immer mehr, wird es klarer, worum es geht. Epheser 3, Vers 17. Warum das Ganze? Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Dass es üblich wird. Dass es eine ständige Vergesellschaftung von Christus und dem Evangelium in euch drin gibt. In eurem Denken. Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Der innere, auch da klingt sehr vergeistigt, gell? Ist ein bisschen kompliziert. Aber ihr merkt, es gehört alles zusammen. Eins führt zum anderen. Und ganz am Ende kommt das Ziel dann. Der innere Mensch soll durch Gottes Wirken zu einer Behausung der Botschaft von Jesus werden. Immer mehr durch den Glauben. Paulus Gebet ist ein Gebet für anhaltenden und sich stets verfestigenden Glauben. Das ist das Endziel des Gebots, das heißt es im Timotheusbrief auch. Ungeheuchelter Glaube, wo wir nichts vorspielen, wo alles einfach so ist, wie wir es sagen.
wo wir das, was wir sagen, was wir über Jesus denken, wenn wir das sagen, dass es auch so ist, dass nichts davon geheuchelt ist. Er betet für eine Verwurzelung dieser Botschaft, für ein Gegründetsein in dieser Wahrheit. Gegründet. Kurz und knackig, ist Christus und seine Botschaft in uns stark, dann sind wir stark. Das ist das Weightlifting. Das ist das Workout. Aber wer macht es? Machen wir das? Wir können das nicht. Das macht Gott. Aber er macht es natürlich durch sein Wort. Es ist herausstechend, herausstehend, dass Paulus dafür betet und nicht sagt, jetzt kennt ihr das Evangelium, jetzt habe ich euch es nochmal gesagt, in Kapitel 1 bis 3. Und jetzt fangt an euch zu schleifen. Glauben habt ihr, jetzt arbeitet mal an euch. Nein, er sagt, ich bete, dass Gott an euch arbeitet. Das ist was ganz anderes. Also ich fühle mich tatsächlich ziemlich gut aufgehoben, sage ich ganz ehrlich. Mir gefällt das. Vielleicht bin ich auch ein bisschen faul und deswegen gefällt es mir vielleicht. Er sagt, gerade weil ihr gläubig seid, setze ich erst recht mit Gebet nach, weil so viel Herrlichkeit darin ist, dass Heiden das Evangelium bekommen dürfen. Paulus nimmt das Evangelium an die Heiden, seinen Job, sehr, sehr ernst. Er ist einer an alle Nationen. Und wie viel haben wir für Israel? Wie viele Apostel? 12! Mann, was ist hier los? Wir haben 12 an Israel und einen armen Hansel an die Nationen. Das ist der Wahnsinn, oder? Das ist doch der Wahnsinn. Und er nimmt es sehr ernst. Kein Wunder, wenn wir uns mal grob überlegen, wie viele Menschen in der Gemeinde letztlich aus den Juden kommen werden. Wie viele werden das am Ende sein? Auf wie viele jüdische Christen und heidnische Christen? Was ist das Verhältnis? Habt ihr es mal überlegt? Ist auch ein bisschen blöd, ne? Es ist ein bisschen, da will ja niemand richten und nicht runtergucken auf Israel und so. Ja, ganz ehrlich, wie viele Christen haben wir formal gesehen in der Welt heute? Muss man auf dem Handy nachgucken. Wie viel haben wir? Wie viel? Millionen oder Milliarden? Rein mal nur äußerlich betrachtet. Wie viel haben wir? 2 Billion. 2 Milliarden. 2 Milliarden Christen. Aber jetzt sagen wir mal, einer von 100 ist wirklich gläubig. Sagen wir mal konservativ. Sagen wir mal, einer von 100, die sagen, sie sind Christen, sind wirklich gläubig. Ist das eine faire Schätzung? Ungefähr? Na, sagen wir mal, einer von 200. Okay? Wie viel sind es dann rechnerisch? 2 Milliarden und einer von 200 davon ist gläubig. Wie viel sind gläubig? 10 Millionen. Ja? Wie groß ist die Bevölkerung Israels im Moment? 9,7 Millionen, nicht mal 10 Millionen. Und davon sind nicht alle gläubig im Moment. Versteht ihr das? Ein Apostel an die Heiden für eine Gemeinde, die im Wesentlichen, wenn es nur um die jetzige Generation geht, die im Wesentlichen aus Heiden besteht, da ist fast kein Jude dabei. Da ist einer von 100 vielleicht ein Jude, der ursprünglich Jude war und zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Paulus weiß, ich bin hier allein auf weiter Flur. Das ist die große, große Größe des Evangeliums. Nicht nur, dass es aus Gnade ist und durch Glauben, sondern dass das allen gilt, dass alle das haben könnten. Das ist die große Größe, auch im Epheserbrief. Und er nimmt das sehr, sehr ernst. Und er sagt, daran gibt es viel zu wachsen. Daran gibt es viel zu wachsen. Und warum? Weil die Gemeinde eine Riesenaufgabe hat. Epheser 3, ich lese mal wieder im Epheserbrief selbst. Epheser 3, lese ich mal ab Vers 8. Also das gleiche Kapitel eigentlich. Ich kann es nicht im Detail jetzt auslegen, aber ich lese es schön. Epheser 3, Vers 8. Mir, dem Allergeringsten, sagt Paulus, dem Allergeringsten von allen Heiligen, von allen Gläubigen, ist diese Gnade gegeben worden, auch hier wieder die Gnade, eine andere Form der Gnade, die Gnade gegeben worden den Nationen, also euch, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Da gibt es viel zu entdecken. Da gibt es viel zu entdecken im Evangelium, sehr viel. Es ist sogar unausforschlich, du wirst nicht fertig damit.
wenn du nur mal genau in die Schrift schaust, was es da alles gibt. Zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei. Früher war nicht bekannt, dass die Nationen den Glauben auch bekommen. Dass von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt und durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Die Gemeinde hat einen Job. Sie tut dadurch, dass sie hier ist und dass sie fest wird und dass sie Dinge tut. Sie tut der ganzen Welt, der da oben und der hier. Sie tut Gottes Weisheit kund. Sie tut, Vers 11, den ewigen Vorsatz Gottes, den er verwirklicht hat in Christus Jesus. Das macht die Gemeinde. Das machen wir. Das machen wir nicht reißerisch unbedingt, obwohl ich gerade sehr emotional werde, das verstehe ich. Aber sie macht das nicht reißerisch unbedingt. Sie ist einfach da. Sie geschieht. Menschen werden gläubig. Und das ist die Weisheit Gottes. Wir sind das lebendige Zeugnis, wie Gott gehandelt hat. Wie weise Gott war. Wo die Welt ihm scheinbar total entlitten ist durch Sünde. Und doch ist sie es nicht. Das verkündigt die Gemeinde. Und deswegen macht Paulus so ein großes Ding draus. Es ist letztlich Christus, der hier spricht. Das wisst ihr. Die große Weisheit. Die Gemeinde bezeugt Gottes Weisheit im jetzt voll offenbarten Heilsplan. Das gilt heute immer noch. Auch wenn es keinen um uns herum zu interessieren scheint, wo jeder das Ohr wegdreht, die Welt sich um ganz andere Sachen dreht. Aber das ist die Realität in Gottes Augen. Das tun wir bis heute. Warum dieses Beten für mehr und mehr Verwurzelung? Noch ist der letzte Zweck ja noch gar nicht durch. Es geht weiter. Warum jetzt also dieses Beten um mehr und mehr Verwurzelung des Glaubens, der Botschaft des Christus im inneren Menschen? Zur Stärkung? Aber wohin damit? Wohin soll das gehen für die Epheser? Für uns, für mich und für dich? Vers 18. Damit ihr imstande seid, mit allen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, dieser Botschaft und des Handelswirkens Gottes. Thomas hat es ganz recht gesagt, das ist jetzt 4D. Das sind vier Dimensionen, habe ich auch erkannt aus der Schrift. Genau. Es sind vier Dimensionen. Und was ist die Botschaft, die hier drin steckt? Wer kann sich zwei Dimensionen vorstellen? Meine Kinder können sich zwei Dimensionen leicht vorstellen. Die können was malen, zweidimensional. Die sind aber noch so klein, wenn es drei Dimensionen sind, wird es ein bisschen schwieriger. Und dann werden sie älter und dann geht's. 3D, okay. Wer von euch kann sich vier Dimensionen vorstellen? Also ich nehme mich jetzt mal in die Frage mit ein. Ich kann darüber sprechen, als ob ich es mir vorstellen könnte, aber so richtig vorstellen, weil ich kann mir ja nur vorstellen, was ich auch vorm Auge mir vorstellen kann. Also drei Dimensionen, hierüber, hierüber und hier, kann ich mir vorstellen. Aber die vierte, die ist für mich eigentlich überhaupt nicht vorstellbar. Das ist eine Sache, die kann ich aus eigenem Vermögen mir nicht vorstellen. Und das ist die Botschaft, die drinsteckt. Es ist etwas, wo wir mit unserem Verständnis nicht herankommen. Wir sollen imstande sein, durch Gottes Wirken, dafür betet Paulus. Wir sollen imstande, wir müssen dahin kommen, dass wir völlig erfassen können, die Größe dieser Botschaft, die geistliche Dimension, die vierte Dimension. Die Dimension, die keiner ohne Gottes Wirken, wo keiner reingucken kann, keiner verstehen kann, nicht verstehen kann, warum das so herrlich ist mit dem Evangelium, wo es mir tausendmal hören wirst und zehntausendmal. Und viele gehen nie tiefer. Sie hören es so oft, können schon immer hören. Und sie gehen nicht tiefer. Aber sie sollen. Die vierte Dimension ist die, wo du nicht alleine reinkommst, wo du Gott brauchst. Und das ist, worauf Paulus hier anspielt. Damit ihr überhaupt fähig werdet, alle vier, also die vierte, die Surplus-Dimension, die geistliche Dimension, dass ihr dort imstande seid zu verstehen. Man geht
in diese Dimension nicht einfach selber rein. Es ist der Beginn der Reise, wenn man gläubig wird und Gott nimmt einen da hinein. Und jetzt kommt der Endzweck. Wohin? Damit ihr imstande seid und dann diese Dinge zu ergreifen, Breite, Länge, Höhe, was die Tiefe ist, um zu erkennen, Vers 19, jetzt wird es noch verrückter, ja, vom Vers, gell? Das ist eine mächtige Stelle. Ewald hat mir schon vorher, vor der Predigt schon gesagt, also eine mächtige Verse, ja, bin gespannt, ob ich sie hinkriege. Um zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Moment, was steht hier? Wir sollen etwas erkennen, was die Erkenntnis übersteigt. Total kompliziert. Worum geht's? Gott soll uns stärken und Paulus betet dafür, weil sonst geht's nicht. Wenn es Gott nicht tut, geht's nicht. Er soll uns stärken, damit wir immer fester gegründet sind. Christus immer fester drin ist, in unserem Herzen, in unserer Person. Damit wir gestärkt werden am inneren Menschen, damit wir zu etwas imstande werden, damit wir zu etwas fähig werden, etwas zu erfassen, etwas zu begreifen. Warum? Einige sagen, das ist nicht von Paulus, das ist ein gnostischer Brief. Geheime Erkenntnis. Nein, es ist ein legitimes Anliegen, das Christen haben sollen. Sie sollen etwas verstehen. Sie sollen auf dieser Reise zu Christus hin etwas begreifen können, was ihnen hilft. Sie sollen etwas erkennen, das über reine Erkenntnis hinausgeht. Selbst über meine Liebe zur Schrift, wo ich gerne überall versuche, Christus in der Schrift zu sehen, selbst darüber hinaus gibt es ein Ziel, das höher ist. Und das ist darin, die Liebe des Christus zu erkennen. Das ist es, was reine Erkenntnis übersteigt. Denn reine Erkenntnis kann sehr akademisch sein. Aber ihr müsst zu einem Punkt kommen, wo ihr nach all diesen Bibelkreisen und Bibelabenden und nach all diesen Büchern, die ihr lest und nach all diesen Predigten, die ihr hört, muss am Ende, sollt ihr hinkommen, dass ihr diese ganze Erkenntnis, dass ihr zu einem Punkt kommt, dass über diese Erkenntnis hinaus ihr etwas versteht und etwas erkennt, was herrlich ist. Und das ist diese Liebe, die Christus in uns hineingelegt hat. Die Liebe des Christus. Damit ihr, und jetzt ist endlich Ende, warum? Weil dieses Erkennen, dass hinter all diesen Dingen wahrhaftig Liebe Gottes steckt. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Zur Fülle Gottes. Sie sollen etwas erkennen, das die Erkenntnis übersteigt. Sie sollen mehr und mehr im Verständnis des Evangeliums und des Christus wachsen. Damit sie an einen Punkt kommen, an dem sie nicht mehr nur für mehr Wissen die Bibel studieren. Nicht nur. Das ist ein Mittel zum Zweck. Es ist ja geistig, soll man irgendwo hinkommen. Sondern sie sollen, und das ist, wo Paulus sie hinhaben möchte, die Liebe des Christus erkennen können und damit wirklich zur Fülle Gottes erfüllt werden. Na klar klingt das vergeistigt. Klar klingt das wie eine Art geheime Erkenntnis. Ist es aber nicht. Es ist eine Ansage, worum es in der Schrift geht, worum wir uns befassen sollen, worum wir uns drehen sollen, wie wir die Schrift lesen, studieren sollen. Und viele können das einfach nicht haben. Viele wollen nicht, dass Gott das ist, worum wir uns kümmern sollen. Das ist übrigens, was ich glaube, dass auch Jesus in Johannes 10 gesagt hat. Ich lese mal Johannes 10 ab Vers 9. Den Zusammenhang lasse ich jetzt mal weg. Jesus sagt, ich bin die Tür. Also es geht um Hirten und Schafe. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, dass diese ganzen Schafe Leben haben. Aber wie? Leben in Fülle haben. In Fülle. Der Epheserbrief von Paulus oder nicht, gnostisch oder nicht, gnostisch oder Evangelium einfach 4D. Dieser Text zeigt beispielhaft, dass Dinge wie offenbartes Wissen, Erkenntnis, diese ganzen Vokabeln,
die so gar nicht nach Tun und Lassen klingen. Dass diese Erkenntnis, dass im Epheserbrief diese Dinge nicht zum Selbstzweck und zum Hochmut uns dienen sollen, dass es keine sektiererische, kein sektiererischer Text ist, dass man sich absetzen kann, wenn man es begriffen hat und die anderen haben es halt nicht begriffen, sondern es ist gedacht zum Festwerden. Und zwar das Festwerden aller, die Jesus Christus nachfolgen. Denn der Glaube ist es, der uns retten wird und nichts anderes. Ob es uns oder den Kritikern des Briefes jetzt gefällt oder nicht, das Evangelium ist eine geistliche Wahrheit, die vierte Dimension, in der spielen sich die Sachen ab. Es ist eine geistliche Wahrheit, die über geistliche Wirkungsweise errettet. Das reine Tun oder Lassen einzelner Dinge vermag das nicht. Das, glaube ich, das würde jeder zustimmen. Und so steht der Brief fest als Teil unseres Wortes Gottes, unseres Wortes Christi. Und wir dürfen dieses Wort haben. Amen.